Ich habe euch was mitgebracht. Pandas, es ist total schön, euch zu sehen. Und was ich euch mitgebracht habe, das zeige ich euch jetzt. Aber erstmal muss ich mich ausziehen. Okay, geht zurück zum Thema. Wir haben Blumentöpfe gestaltet und die sind wunderschön. Sie sehen so aus. Das ist der Blumentopf. Und darunter hat er ein Loch. Und ihr fragt euch jetzt, warum hat er ein Loch? Er hat das Loch, um Staunässe zu vermeiden. Wir haben unsere Pflanzen dort eingepflanzt und unseren Pflanzen geht es viel besser als vorher. Wie dekoriert man das? Wir haben einen kleinen Teller drunter gestellt und die Kakteen, die wir haben, da haben wir gar nichts drunter. Wir gießen sie einfach, nur ein kleines bisschen. Und das ist perfekt. Und jetzt zeige ich euch unsere Designs. Ich poliere ein bisschen auf. Wir fangen als erstes an mit Sachen für euch. Designs nur für dich. Und zwar... Moment, so geht das nicht. Ich muss das Licht ausschalten. So, das ist der erste Blumentopf, den ich euch zeigen will. Und zwar, hat die Blume einen Knick? War die Hummel wohl zu dick? So sieht er aus. Der zweite Blumentopf, den ich euch zeigen möchte, das ist mein kleiner Favorit, ist dieser süße Pinguin. Und zwar, glaube an Wunder, Liebe und Glück. Und er hält einen kleinen Marienkäfer in der Hand. Und einen Blumentopf, den ich auch richtig, richtig schön finde. Und ich finde, er ist ein richtig schönes Geschenk für Nachbarn, Freunde, Bekannte... Für jeden, den ihr was schenken wollt, ist das hier. Einen Garten zu bepflanzen heißt, an morgen zu glauben. Das ist ein Zitat von Audrey Hepburn. Wenn du ein Geschenk für deinen Partner suchst und du willst dich nicht so aufdrängen und du willst ihm seinen Lieblingskaktus schenken und weißt nicht, wie du ihn verpacken sollst, dann am besten in diesen kleinen Blumentopf. Und zwar, mit dir bin ich am liebsten faul. Das ist ein richtig süßes Geschenk für euren Partner oder für eure beste Freundin. Und damit ihr nicht mit leeren Händen zu euren Großeltern gehen müsst, habe ich hier auch was entworfen. Tage mit Oma sind die schönsten Tage. Und für den Opa, passend dazu, danke, dass du mir so viel gezeigt und erklärt hast, du bist der beste Opa der Welt. Und hier zeigt er gerade, wie man einen Blumentopf bepflanzt. Hallo? Das ist ja wohl total niedlich. Guck mal nebeneinander. Passt es halt richtig gut zusammen. Wir haben auch noch andere Designs. Wenn ihr dem Link folgt, den ihr da seht, dann kommt ihr zu den ganzen anderen Designs. Hiermit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Freude mit euren Blumentöpfen und bleibt gesund. Bis nächstes Mal.